بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Unser heutiges Thema: Wie verbringe ich den Festtag? Was sollte ein Muslim am Eid tun? Das ist eine wichtige Frage für uns alle. Denn leider sehen wir, dass viele Muslime diesen Tag nicht richtig nutzen. Eid, der Festtag, ist etwas, was Allah uns gegeben hat, als große Gnade. Und er hat uns zwei davon gegeben. Eid al-Adha, das Opferfest, und Eid al-Fitr, das Fastenbrechfest. Und jedes Volk hat seine Feste. Doch unsere Feste sind von Allah. Er hat sie uns gegeben. Er hat sie für uns bestimmt. Und sie sind ein Gottesdienst. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, sah er, dass die Ansar Festtage hatten. Die haben gespielt und haben sich gefreut. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte sie: Was ist das? Sie sagten: Das sind Tage, an denen wir spielen und uns freuen und feiern. Da sagte er: Allah hat euch diese durch bessere ersetzt. Allah hat euch diese durch bessere ersetzt. Durch Eid und Adha, das Opferfest, und Eid al-Fitr. Wenn wir das wissen, sollten wir diesen Tag richtig nutzen. Doch bevor ich mit euch durchgehe, was man tun sollte und muss, ist, dass man weiß, warum wir überhaupt Eid feiern. Eid kommt in der arabischen Sprache von Ada Ya'ud, von Wiederholung. Es wiederholt sich jedes Mal und bringt immer wieder Freude in unsere Herzen. Jedes Volk, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat Feste, und das sind unsere Feste. Der Eid ist dafür da, dass man Allah dankt. Er ist ein Ausdruck des Dankes. Denn wie ihr wisst, kommen unsere Festtage im Anschluss auf gewaltige Gottesdienste. Der erste Eid kommt nach Hajj jetzt. Und der zweite Eid kommt nach dem Ramadan. Immer gekoppelt an Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht frei, wie alle oder wie manche denken. Man kann ihn gestalten, wie man möchte. Entweder gar nichts tun oder Dinge zu tun, die Allah nicht gefallen. Wir danken Allah durch diesen Eid, dass er uns ermöglicht hat, entweder zu fasten oder die Hajj durchzuführen. Der Eid ist auch dazu da, dass die Reichen an ihre Brüder und Schwestern denken, denen es nicht so gut geht. Im Ramadan durch Zakat al-Fitr und im Hajj, indem man vom Fleisch spendet oder seine Verwandten und Freunde beschenkt. Und der Eid ist auch dazu da, dass man diese innere Freude besitzt und den Stolz der Muslime und den Zusammenhalt zwischen allen Muslimen auf der ganzen Welt beibehält. Was sollte man zuerst tun am Eid? Erstens, dass man aufsteht und sich wäscht. Die Ganzkörperwaschung zu vollziehen ist eine erwünschte Sache. Ghusl, extra für den Eid. Sich schön zu kleiden, sich zu parfümieren, mit der schönsten Kleidung, die man hat,
soll man sich zum Gebet frühzeitig begeben. Frühzeitig, um viele Muslime zu sehen, oft den Takbir auszusprechen. Und es ist Sunna, dass man einen Hinweg benutzt und wenn man zurückgeht, einen anderen. Und der Grund dafür ist, dass man so vielen Muslimen wie möglich begegnet, sie beglückwünscht. Das Takbir zu sprechen, ist nicht nur in der Moschee, sondern auch auf der Straße, wenn ihr zu Hause seid, auf der Arbeit und überall. Und Takbir kann man in jeder Form sprechen, aber was uns überliefert worden ist, ist die folgende Formel: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Und es wurde auch mit dreimal Takbir überliefert, dass man sagt: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allah ist also größer als alles. Auch beim Eid darf man Allah nicht vergessen. Ein Muslim vergisst Allah niemals. Weder in der Freude noch in der Trauer. Er ist immer mit Allah. Sein Herz ist immer mit Allah verbunden, in welcher Situation auch immer. An diesem Eid sollte man daran denken und auch an jedem anderen, dass es nicht erlaubt ist, zu fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diese Tage zum Essen da sind und Trinken. Man soll sich also freuen und das mit seinen Verwandten teilen. Das Beglückwünschen, dass man die Muslime zu diesem großen Festtag beglückwünscht, ist auch eine große Sache, dass man Muslime, die man kennt oder die man nicht kennt, taqabbal Allahu minna wa mink, sagt, was überliefert ist, bringt dir große Belohnung. Und dass man die Hand gibt, und wenn ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn die Muslime sich treffen und sich die Hand schütteln, Allah ihre Sünden vergibt. Deshalb, wie viele Leute ihr beglückwünschen könnt, wie viel ihr sie grüßen könnt und ihnen Freude machen könnt, so viel werdet ihr belohnt bei Allah. Ein wichtiger Punkt ist, dass man die Familien und die Verwandten besucht. Und wenn das nicht möglich ist, mindestens dort anzurufen. Onkel, Tanten, Freunde, Bekannte. Natürlich sollte man das immer tun, in regelmäßigen Abständen. Aber im Eid ist es besonders wichtig. Umso trauriger ist es zu wissen, dass einige Muslime keinen Kontakt haben. Keinen Kontakt haben zu ihren Verwandten. Und noch schlimmer zu ihren Eltern. Und das gehört zu den größten Sünden überhaupt. Nach Schirk ist das schlechte Behandeln der Eltern. Allah sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und Allah hat bestimmt, dass er niemanden außer ihm dienen sollte und mit den Eltern auf die beste Weise umgehen sollte. Ihsan, es reicht nicht gut zu sein. Allah sagt Ihsan. Und das ist die höchste Stufe. Wenn man also hört, dass ein Junge, ein Jugendlicher nicht mit seinem Vater spricht oder eine Tochter nicht mit ihrer Mutter und denkt, sie wäre noch auf dem richtigen Weg und denkt, das würde zum Heranwachsen, zum Erwachsensein gehören. Nein, Wallahi, das gehört nicht dazu. Das ist ein Weg der Hölle. Egal, wie viel Koran du auswendig kannst, und wie lang dein Bart ist und wie deine Gebete sind. Wenn du schlecht zu deinen Eltern bist, wirst du in der Hölle landen. Auch wenn sie nicht Muslime sind.
Das ist eine Warnung an uns. Viele von uns kennen die Prioritäten nicht. Mit den Eltern zu spielen oder falsch zu sprechen, gehört zu den gefährlichsten Dingen im Islam. Gehört sogar ganz zu den Dingen, die dich zerstören. Al-Muhlikat, zu den größten Sünden überhaupt. Al-Kaba'ir. Also sollten wir, das Erste, was wir tun nach dem Gebet, ist zu unseren Eltern zu gehen. Sie zu küssen. Das bringt ihre Freude. Das bringt ihnen Freude. Und Verwandten, Tanten und Onkel. Anrufe. Was bringt dir dein Geld, wenn du es nicht für Allahs Sache ausgibst? Und das ist für Allahs Sache. Was wir tun sollten als Eltern und als Erwachsene, ist, dass wir unseren Kindern Alternativen bieten. Alternativen, die halal sind. Die Menschen sollen wissen, dass der Islam eine große Religion ist. Dass es nicht nur Haram gibt, sondern auch Halal. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist Haram, doch das meiste ist Halal. Traurig ist, dass viele Jugendliche Geburtstag und Weihnachten und alle anderen Veranstaltungen feiern, mitfeiern. Aber wenn es zum Eid geht, zum Fest der Muslime, da beteiligen sie sich nicht. Deshalb sollen wir als Eltern ihnen diese Gelegenheit bieten. Macht mit ihnen Veranstaltungen. Macht mit ihnen Ausflüge. Kauft ihnen Geschenke, nicht zum Geburtstag, zum Eid. Die Menschen sollen sich auf Eid freuen, nicht auf den Geburtstag. Oder Vatertag oder Muttertag und wie sie alle heißen. Wenn ihr Geschenke geben wollt, dann an Eid. Wenn ihr was Gutes, was Leute ins Restaurant oder ins andere Essensmöglichkeiten bringen wollt, dann an Eid. Mit der aufrichtigen Absicht werdet ihr belohnt. Essen werdet ihr sowieso. Aber mit der Absicht werdet ihr von Allah belohnt. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es auch, dass die Leute aus Habasha, aus Abyssinien mit den Lanzen gespielt haben, vorgeführt haben, mit den Speeren. Und wisst ihr, wo das war? In der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum sollten wir das auch nicht tun? Andere Spiele für Kinder, für Erwachsene, für Jugendliche. Und genauso kennt ihr auch den Hadith, der in Bukhari überliefert ist. Als Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu zu seiner Tochter ging, Aisha, und sie war mit einigen Mädchen und hat getrommelt. Und die haben gesungen. Und da sagte Abu Bakr, die Flöten des Satans im Haus des Gesandten? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass sie. Lass sie, Abu Bakr. Jedes Volk hat sein Fest. Und heute ist unser Fest. Wenn es also eine Schied gibt, Enerschid, islamisches Gesang. Islamischer Gesang, natürlich mit guter Bedeutung und ohne Musik und Instrumente außer Def, dann ist das erlaubt. Und wenn es solche Spiele gibt, wie die Habascha vorgeführt haben, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha erlaubt hat, zuzuschauen und sie ihre Wange auf seine Schulter gelegt hat, sallallahu alaihi wasallam, bis Aisha nicht mehr wollte. Die hat so lange zugeschaut und wollte eigentlich nur in der Nähe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sein. Warum sollten wir nicht sowas tun? Andersherum gibt es Leute, die feiern diese Feste, als ob es keine Grenzen gäbe.
als ob es kein Halal oder Haram gäbe. Ein Fest, was Allah bestimmt hat, darfst du nicht mit Dingen feiern, die Haram sind. Und natürlich gehört dazu das Opfern, das Schächten. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Und dafür hast du 4 Tage Zeit. Es muss nicht der erste sein, wie bei manchen leider verbreitet. In unseren Ländern ist das vielleicht möglich, dass du dir schon monatelang ein Schaf kaufst, es hältst und sofort nach dem Eid schächtest in deinem Garten. Das ist das Normalste, was es gibt in unseren Ländern. Hier leider nicht. Und deshalb ist auch die Sunna, dass man nichts zu sich nimmt an Essen, bevor man von seinem eigenen Opfertier gegessen hat. Das ist in unseren Ländern möglich. Hier leider nicht. Also ist es dir möglich, am 2. Tag, wo es weniger Druck gibt beim Schächten, und am 3. und sogar am 4. ist es dir möglich, zu schächten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es die Opfertage Eid ist und die 3 Tage At-Tashriq genannt, in dem die Sonne auf das Fleisch scheint. Und dann ist es Sunnah, wer die Möglichkeit hat, zu schächten, dass man das in 3 Teile zerlegt. 1 für sich und seine Familie, 2. für Bedürftige, arme Menschen, und 3., dass man das an Freunde und Bekannte, die nicht arm sind, verschenkt. Man kann es auch in die Moschee bringen. Es gibt genug Brüder, die sich darüber freuen und die euch dafür Dua sprechen würden. Jazakumullahu khair. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yawmu Arafa. Der heutige Tag ist ein gewaltiger Tag. Und gerade stehen unsere Geschwister auf der ganzen Welt im Gebiet von Arafa und bitten Allah um seine Barmherzigkeit. Sie bitten Allah um alles, was in ihren Herzen ist. Und an diesem gewaltigen Tag gibt es diesen Hadith, den ihr alle kennt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln spricht und er zeigt ihnen die Menschen, die in Arafah sind. Er ist stolz auf sie und fragt sie, was wollen diese? Was wollen diese Menschen? Und wisst ihr, was dann passiert? Dann vergibt Allah ihnen allen. Alle, die in Arafah sind und in heiligen Orten der Pilgerfahrt, den vergibt Allah an diesem Tag. Wallahi, er vergibt ihnen. Das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie in einem authentischen Hadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril kam zu mir. Es war Arafah und schon neigte sich schon zur Dunkelheit, kurz vor Maghrib. Und er sagte, Jibril kam zu mir gerade. Und sagte, Allah grüßt dich mit dem Gruß von ihm. Und gibt dir die frohe Botschaft, dass er den Leuten in Arafah und in den heiligen Plätzen vergeben hat. Dass er ihnen vergeben hat und ihre Übertretungen, was sie gegenüber anderen getan haben, auf sich geladen hat. Allah übernimmt das. Da sagte Umar, ja Rasulallah, ist das nur für uns? Weil du jetzt unter uns bist. Er sagte, nein,
Er sagte, es ist für euch und für alle, die nach euch kommen werden, bis zum Tage der Auferstehung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Tag, an dem Allah noch mehr Menschen aus dem Höllenfeuer rettet, außer dem Tag von Arafat. Leute, die schon geschrieben wurden, dass sie in der Hölle sein werden, begnadigt Allah an diesem Tag. Was also hält uns, dass wir nicht zu diesem heiligen Ort gehen? Welchen Grund haben wir vor Allah? Welche Entschuldigung haben wir, dass wir Allahs Haus nicht besucht haben bis jetzt? Ist es wirklich das Geld? Dann schau dir deinen Urlaub an. Und dein Auto. Deine Wohnung, die du renoviert hast. Es gibt Leute, die haben kein Geld, aber sie haben eine aufrichtige Absicht. Und Allah hat ihnen das ermöglicht. Und selbst wenn du die Möglichkeit nicht hast, aber du hast die aufrichtige Absicht, dann zählt Allah dich dazu, dass du schon da warst. Mit der aufrichtigen Absicht. Deshalb, von heute an, sollte jeder von uns beabsichtigen, dass Allah und ihn anflehen, dass er ihn das ermöglicht. Von heute sollst du schon deine Vorkehrungen treffen, etwas zur Seite legen, dass du Umrah, das ist das Einfachste, was du tun kannst, Allahs Haus zu besuchen und Hajj. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Umrah, zu einer Umrah, die Umrah, die nach einer Umrah folgt, löscht das aus, was zwischen beiden war, an Sünden. Wenn du dieses Jahr eine Umrah machst und nächstes Jahr, das, was zwischen ihnen war, wird ausgelöscht, an Sünden. Wal hajrun mabrur. Die angenommene Hajj, laysa lahu jazaun illa al-Jannah. Für den gibt es keine andere Belohnung als was? Als das, was wir anstreben, das Paradies. Und wer hingeht und nichts Anstößiges redet und nichts Anstößiges tut, der kehrt so sündenfrei zurück, wie ihn seine Mutter geboren hat. So sagt es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Pilger aus unserer Moschee und aus der ganzen Welt wieder heil zurückkehren lässt, gesund und sündenfrei, sündenlos, wie Allah sie erschaffen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch die Hajj ermöglichen. Möge Allah uns von uns unsere Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Fasten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime leben und als Gläubige sterben lassen. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa aqimus salat. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب إن ناصر المختار في تبليغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب.